Herzlich willkommen Leute bei einer neuen Folge mit App Kings. Heute geht es mal darum. Und zwar eine Saftpresse, und zwar von Home Ever, das Modell AMR 520. Nicht wundern, dass es hier schon ein bisschen dreckig aussieht. Ich habe es natürlich gleich mal ausprobiert. Und ja, ich werde es euch einfach mal zeigen. Ihr habt hier zwei Aufbewahrungsboxen. Eine natürlich für den Saft, das andere für die Reste, die da oben dann rauskommen. Weil natürlich sowas wie Schale oder so sollte nicht dabei sein. Und ja, die stellt ihr dann einfach hier drunter. Das hier ist sozusagen das Auffangbecken. Da macht ihr dann nachher, genau, da ist es, zack. Das ist nämlich euer Stampfer. Damit macht ihr dann einfach das Runterdrücken. Ist natürlich dann elektronisch und dann wird es hier rausgezogen. Hier kommt dann der Saft raus und hier dann die Reste. Und ja, ich würde sagen, wir testen das gute Stück einfach mal. Ich zeige mal, ja, so mit einer Banane, einem Apfel, wie das dann so aussieht, wenn man es benutzt. Und ja, gehen wir auch einfach dazu mal zu unseren Früchten. Wir können natürlich auch mit Gemüse machen. Wir haben jetzt hier Obst. Natürlich wollen wir die Schale jetzt nicht. Wir machen das mal ab. Zack. Ups. Läuft. So. Was auch noch als kleiner Tipp ist, nimmt ruhig immer ein bisschen älteres Obst, weil das ist meistens süßer. Wenn es natürlich noch nicht so reif ist, sind die dann eben von dem Geschmack her nicht so gut. Jedenfalls nicht als Saft. Sonst haben wir hier noch zwei Äpfel. Man sieht es auch, die sehen jetzt vielleicht nicht mal so schön aus, aber für den Saft sind sie perfekt, schön süß. Und ja, nehmen wir einfach mal ein Messer, zufälligerweise genau von der gleichen Firma, auch von Home Ever. Davor gibt es aber dann kein Review. Ihr könnt aber gerne mal bei Amazon nachschauen. Ja, man sieht, das sieht noch super aus. Jetzt haben wir die Sachen geschnitten und dann eigentlich ganz einfach, wir machen hier hinten einfach den Knopf drücken. Es gibt eigentlich nur, genau, hier einfach auf On. Dann denkt ihr, es passiert erstmal nichts, aber er geht gleich los. Dauert einen kleinen Augenblick, weil er muss sich natürlich erstmal, ist der Stecker drin überhaupt? Ne, die Kaffeemaschine ist drin, ja danke für nichts. Erstmal hier einen Stecker austauschen. Dann soll es auch wieder gehen. So, ja, perfekt. Und jetzt ganz einfach, wir nehmen jetzt ein Apfelstück. Hier einfach rein. Zack. Und mit dem einfach nach unten drücken. Zack. Und das war's eigentlich schon. Da sehen wir schon, das Wasser kommt raus. Und sozusagen der Überschuss kommt dann hier raus. Und so machen wir es jetzt einfach mal die ganze Zeit. Es geht auch eigentlich ohne Gewalt. Genau. Geht auch super schnell. Zack. Jetzt machen wir mal eine Banane rein. Zup. Die kommt komplett von da vorne raus. Weil die keine Flüssigkeit ist. Ja, die Banane ist eigentlich richtig unlogisch. Ja. Also man kann sagen, Banane macht da auf jeden Fall eher weniger Sinn, weil da ist einfach keine Flüssigkeit drin. Das heißt, macht es lieber wirklich mit Sachen, wo Flüssigkeit drin sind. Was natürlich richtig, richtig gut ist, ist Wassermelone. Da habt ihr richtig viel. Sonst, wie gesagt, Äpfel, Orangen, Zitronen. Alles, wo wirklich viel Flüssigkeit ist. Wir machen jetzt einfach mal alle Äpfel. Und warum haben wir jetzt keine Wassermelone? Wir waren zu geizig. Wir waren einfach zu geizig. 3,50 Euro haben wir gesagt. Ja, das muss nicht sein. Muss nicht sein. Man muss dazu sagen, wenn ihr eine große Familie habt, dann lohnt sich so ein Safter wirklich. Wenn ihr sehr, sehr oft das macht, aber wenn ihr natürlich das eher weniger macht, dann
lohnt sich nicht so viel. Also sind jetzt bei uns 2 Äpfel, das reicht vielleicht, aber ja, wenn jeder wirklich was haben will, dafür ist es einfach dann doch zu viel. Aber sonst muss ich sagen, macht er das sehr gut, oder? Guck mal. Ja. Zack. Das ist wirklich instant weg. Guck mal. So ein Riesenstück. Und jetzt? Klack. Richtiger Zermalmer. Ja, ja. Also da, wenn da dann Hand drin wäre. Und das hier unten, der füllt sich auch richtig flott mit ordentlich Saft. Ja. Ja, zum Design her muss ich sagen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit diesem roten. Fällt aber dafür ganz cool auf, was ich ganz cool finde, dass das hier oben alles schwarz ist. Ja, muss man natürlich gucken, wo sowas eben hinpasst. Also hier auf der linken Seite übrigens, kannst du mal kurz rumgehen, sieht man auch nochmal das Logo von Home Ever. Eigentlich ein gutes Produkt, muss ich sagen, vom Aussehen her. Aber wie gesagt, man muss eben gucken, weil dieses... Ja, was ist es? Rot-Pink, kann man das schlecht sagen. Passt eben nicht in jede Küche rein. Und deswegen da vielleicht gucken, ob es vielleicht noch eine andere Farbe gibt. Oder dann eben so ein bisschen zur Seite stellen. Dann fällt es auch gar nicht so auf. Und dann passt sogar dieser Übergang von Schwarz zu Rot. Ja, und dann hat man, dann kannst du mal ganz kurz ausmachen. Zack. Was natürlich ganz wichtig ist, ihr müsst das immer sauber machen, weil sonst ja, kommt natürlich Schimmel rein und wird natürlich dann auch relativ... eklig, ich kann es ja mal ganz kurz aufmachen. Man sieht einfach mal, was da so alles drin ist. Also da müsst ihr definitiv danach noch ran. Das sollte euch auch bewusst sein, dass ihr das bei jedigen Benutzung definitiv immer macht. Weil sonst ja, wird das Ding sehr, sehr schnell eklig. Und wenn wir mal überlegen, wir haben jetzt 2 Äpfel. Und für 2 Äpfel ist das schon eine gute Menge. Und ja, sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Hier ist noch eine Fliege drin. Hops. Danke. Und wir machen das gute Glas einfach mal. Ja, und wir hatten jetzt bei 2 Äpfeln fast das ganze Glas voll. Schon echt ordentlich. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wenn ihr dann noch ganz, ganz viele Obstsorten habt, die ihr da reinmacht, könnt ihr eben wirklich viel, viel rauskriegen. Es sah an diesem riesen Bottich gar nicht so viel aus, muss ich sagen. Aber das ist doch schon relativ viel. Und jetzt probieren wir das einfach mal. Ja, riecht sehr, sehr gut. Ja, schmeckt auch sehr gut. Also ist eben wirklich wie reiner Apfelsaft. Ist natürlich kein Zucker drin, so viel, wie jetzt sonst beim Apfelsaft. Aber ich muss sagen, es schmeckt sehr, sehr gut. Ja. Das ist jetzt nur ein Apfel. Also wenn man überlegt, dass man das noch mit den ganz verschiedenen Geschmäckern machen kann, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Sonst, wie gesagt, für jeden, der nicht so viel Geld ausgeben will, also preislich liegt es jetzt ungefähr bei 80 Euro, eine sehr, sehr gute Investition, wenn man wirklich das öfters mal machen möchte, gerade wenn man sich vielleicht ein bisschen gesund ernähren will. Und ja, das war es eigentlich mal mit dem Review vom Home Ever AMR 520. Wie gesagt, schaut nochmal in der Videobeschreibung, dort ist natürlich das Link, wie immer, alles verlinkt und ja, bis zur nächsten Folge mit AppKings. Geht es mal darum. Und zwar um einen Saftpresser. Saftpresser. Der AMR 520 von Home Ever. Warte mal kurz, Home Ever. Herzlich willkommen, Leute, bei einer neuen Folge mit Los, weiter.